Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren. Hallo Dan, ich begrüße dich zu unserem Gespräch, zu unserem Interview und möchte dir zuerst mal ein bisschen Raum geben, um dich selber vorzustellen. Hallo, ja, danke. Freut mich, dass ich heute mit dir im Gespräch sein darf. Also ich heiße Dawn und bin ursprünglich Engländerin, wohne aber schon fast mein ganzes Leben in Österreich. Hier bin ich aufgewachsen und bin Tochter einer ungarischen Mutter und eines englischen Vaters, dass man ein bisschen den Hintergrund bekommt. Also meine Mama geprägt aus der kommunistischen Zeit und mein Papa aus dem westlichen in England. Und jetzt bin ich 35 Jahre alt und habe eine ziemliche Wandlung im Leben durch. Genau, und da freue ich mich, heute darüber zu reden. Ja, wir haben uns rein zufällig, in Anführungsstrichen, getroffen am Stammtisch, österreichischer Stammtisch. Und dann ist mir aufgefallen, dass du etwas erzählt hast, oder ist mir hängen geblieben, dass du erzählt hast, es hat bei dir eine Wandlung gegeben in deinem Leben, eine Wandlung zum Positiven. Und das ist für mich ein großes Anliegen, mich mit Leuten darüber auszutauschen. Ist in meinem Leben ja auch so gewesen, weil wenn man das austauscht, die Erfahrungen austauscht, hilft das anderen Leuten, die noch da drinstecken. Das heißt ja nicht, dass es genau so gehen könnte, auch für andere, aber für einige schon. Aber jeder muss seinen eigenen Weg finden und ich wollte dich mal fragen, ob du darüber etwas erzählen kannst, wie das in deinem Leben verlaufen ist. Ja, sehr gerne. Also ich gehe mal weit zurück in die frühe Kindheit. Ja, ich kann mich nicht an viel erinnern aus meiner Kindheit, aber ich weiß aufgrund von unserem Zeugnis aus der Schule, da haben die Lehrer mitgeschrieben, wie das Verhalten der Kinder war. Und viele Lehrer haben notiert, dass ich andauernd aus dem Fenster gestarrt habe, nicht ansprechbar war und in meiner eigenen Fantasiewelt unterwegs sozusagen. Und im Nachhinein betrachtet sehe ich das als eine Art Flucht von der Realität. Das heißt, diese Welt, in der ich mich befunden habe, mit der bin ich nicht klargekommen. Irgendwas hat nicht gepasst. Erst einige Jahre später, ungefähr im Alter von 13, ist mir dann das Ganze auch bewusst geworden, dass meine Existenz mir sinnlos vorkommt. Ich die Menschheit ablehne, so wie sie ist, so wie sie mir vorgestellt wird. Ich habe sehr viel Dunkles und Boshaftes gesehen in den Menschen und habe mich gefragt, warum bin ich hier? Das macht für mich keinen Sinn. Ich habe einen Hass gegen die Menschheit entwickelt und somit auch gegen mich selbst, gegen meine Familie. Ich habe das Gefühl von Liebe nicht wahrgenommen bei meiner Mutter und bei meinem Papa auch nicht wirklich. Es war so, dass meine Mama große emotionale Schwankungen hatte. Sie hat große Wutausbrüche gehabt, unkontrollierte, wo sie physisch und verbal sehr aggressiv mir gegenüberstand. Und ich fühlte mich ziemlich wertlos, dumm, klein, ja, hilflos auf dieser Welt. Und das Gefühl der Geborgenheit hat mir gefehlt, des Schutzes und der Liebe. Das ist dann in den Teenagerjahren immer schlimmer geworden. Ich habe immer mehr rebelliert und mit 17 auch die Schule abgebrochen. Und ab 18 habe ich mich komplett geflüchtet und habe den Kontakt zu den Eltern abgebrochen. Hatte eine Flucht jetzt nicht nur durch Fantasiegeschichten, sondern auch Drogen- und Alkoholmissbrauch und habe mich ziemlich gut, ja, selbst zerstört in der Zeit.
Ja, das Leben war für mich gefühlt ein Überlebenskampf. Alles war schwierig und voller Hürden und Leichtigkeit war absolut nicht vorhanden. Ja, die Gefühle von Verzweiflung sind da gewesen, Angst. Und irgendwann habe ich entschieden, aus heiterem Himmel, im Jahre 2009, da war ich 22, plötzlich war mir das alles zu viel. Ich hatte mich in ein Computerspiel geflüchtet und habe jeden Tag gekifft, also Marihuana konsumiert. Und ich habe einfach plötzlich gesagt, stopp, so will ich nicht weitermachen. Dann habe ich zu der Zeit meinen damaligen ziemlich sinnlosen Job gekündigt. Ich habe mit dem Computerspiel aufgehört. Ich habe aufgehört, Marihuana zu konsumieren. Ich hatte damals eine sehr destruktive Beziehung. Die haben wir auch beendet. Und ich habe mich zum Studium angemeldet. Das alles innerhalb von 4 Monaten. Und das war für mich so ein Anfang der ersten Schritte, ja zum Leben zu sagen. Und das ist mir auch bewusst im Kopf gewesen. Also ich habe gewusst, bewusst den Satz gehabt, ich sage ja. Ich versuche es mal und schaue, was passiert. Schlimmer als vorher kann es ja nicht sein. Also du bist einfach auf diese Idee gekommen. Ja, ich glaube, ich bin einfach tief genug in das Loch gefallen, dass ich irgendeinen Schutzengel hatte oder ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwas hat mich dazu geritten, Stopp zu sagen. Meine Grenze war erreicht. Ja, und ab da hat das Leben interessanterweise begonnen, leichter zu werden. Also ich habe zwar in dem Jahr mein Herz komplett blockiert. Also ich habe keine Gefühle mehr zugelassen und habe nur noch nach dem Verstand agiert. Ich habe eben studiert, jahrelang, bin draufgekommen, dass das Studium für mich absolut nicht lebenssinnerfüllend war. Also ich habe Robotik studiert, Massenproduktion, habe festgestellt, nein, das ist nicht die Richtung, in die ich gehen möchte. Dann habe ich Umwelttechnik studiert, wo es aber in erster Linie um Umweltgifte gegangen ist. Und da wurden Tierversuche gemacht und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht mein Leben damit verbringen, andere Lebewesen zu schaden. Ja, auch wenn es theoretisch ein besseren, ja, es sollte zur Besserung der allgemeinen Agrar- und ja, Industrie führen, aber nein, das ist nicht der richtige Weg. War ein innerer Schrei. Bessere Gifte. Ja, oder welche Menge ist nicht ganz so schädlich? Das brauchen wir alles nicht. Das war mir ziemlich klar. Ja, dann habe ich entschieden, mich einfach dem Geld verdienen zu widmen. Ich habe einen Job angenommen, habe das Studium abgebrochen und war immer noch auf der Suche nach dem Lebenssinn. Immer noch war das nicht greifbar. Aber diese finanzielle Stabilität, die ich zum ersten Mal in meinem Leben hatte, die hat mir ein bisschen Halt gegeben. Ich hatte endlich ein bisschen einen sicheren Hafen, wo ich Zeit für mich nehmen konnte. Und da ich viele Schichtdiensten hatte, viele Nachtdienste, habe ich angefangen, ja, meine Fragen an die Welt zu beantworten, indem ich viel YouTube geschaut habe und nach alternativen Ideen zur Geschichte, die ich in der Schule gelernt habe, ja, nachzuforschen. Da bin ich auf die Megalithen gestoßen und die Mysterien, die damit verbunden sind. Und die alten Hochkulturen, die offensichtlich auf dieser Erde gelebt haben, aber zu unserer gängigen Version der Geschichte überhaupt nicht passen. Und so langsam kam ein Interesse, eine Neugier. Was ist der Mensch? Wo kommen wir her? Ist vielleicht doch die Geschichte, dass wir jetzt quasi am Höhepunkt der Evolution stehen und der Mensch ist gerade auf seinem, ja, das, was der Mensch jetzt darstellt, ist viel, viel besser und höher als die letzten Jahre, habe ich jetzt irgendwie den Gedanken gehabt, vielleicht ist es doch andersrum. Der Mensch war früher viel mehr entwickelt und wir sind jetzt eigentlich auf einem Tiefpunkt. Und das, was ich jetzt sehe, ist nicht der Sinn des Menschseins. Das ist nicht das, wonach wir alle streben. Und das hat mir sehr geholfen, die Menschheit wieder mehr anzunehmen, dass wir verloren sind momentan.
fehlgeleitet und wir haben uns geirrt in dieses materialistische, dieses dekadente und ja, destruktive, dunkle Dasein. Eine Frage, finde ich sehr bewundernswert. Hast du das einfach alleine geschafft oder hat dir jemand geholfen? Du warst ja, hast ganz schlechte Voraussetzungen gehabt von deiner Familie, von deiner Entwicklung. Und dann hast du plötzlich alles geschafft, um da rauszukommen. Also ich war jetzt nicht bei einem Therapeuten oder einem Psychologen oder einem Lebensberater, aber ich hatte doch interessante Begegnungen mit Menschen. Und ein ganz wesentlicher Mensch, dem bin ich in der Arbeit begegnet, der hat sich über die auch, er war Wahrheitssuchender. Und er hat alles hinterfragt, er hat das Geldsystem angeschaut, die Wirtschaft, die Gesundheits-, also die Krankheitssysteme hinterfragt. Und er hat mir ein paar Stichwörter gegeben, hat gesagt, schau mal nach, erforsche mal. Also er hat mir damals MK Ultra gesagt, schau dir das an. Und ich habe angefangen zu erforschen und so bin ich eben auf diesen Weg gekommen. Und es war sehr viel Eigeninitiative oder eigene Kraft. Sehr schön. Deswegen ist es schwierig zu sagen, ja, wie kann ein anderer Mensch auch diesen Weg gehen? Ja, aber was du jetzt gerade gesagt hast, viel Eigeninitiative, das ist auch meine Erfahrung. Es steht und fällt mit dem eigenen Willen, mit dem eigenen Durchhaltevermögen, ob man dranbleiben kann, weil ich gehe davon aus, viele, sagen wir jetzt mal, Sucher, die schon an dem Punkt sind, dass sie merken, es stimmt etwas nicht, aber sie wissen noch nicht genau was. Und es stimmt etwas nicht mit mir selber, sie wissen noch nicht genau was. Wir wissen eigentlich ganz viel, bekommen das Wissen von zufällig, von dem oder von dem, wie jetzt deinem Arbeitskollegen. Aber die Leute haben meist dann zu wenig Power, Durchhaltevermögen, können nicht dranbleiben. Ja, da fällt mir ein, da war auch noch eine ganz wesentliche Begegnung mit einem Mann, der mir 1,5 Jahre den Hof gemacht hat, in der Zeit, wo mein Herz eigentlich komplett verbarrikadiert war. Und ich habe mich aber darauf eingelassen, aufgrund meiner Einstellung Ja zu sagen zum Leben, dass ich mit ihm auf Dates gegangen bin. Und diese waren immer in der Natur. Also wir waren spazieren im Wald. Und dann hat er mich immer wieder überzeugt, in die Berge mit ihm zu kommen. Und da bin ich auch körperlich an Grenzen gekommen und diese Grenzen überwunden. Also es waren erste richtig schöne Erfahrungen mit Berg und Bergwandern. Und ich habe gelernt, wie einfach das wird, sobald diese anfängliche Widerstände überwunden werden, dass das Wandern immer leichter und leichter wird. Zum Beispiel bei einer 4-Stunden-Wanderung, die ersten 3 Viertelstunden waren ziemlich anstrengend. Und plötzlich kam so ein Wandel und dann ist immer leichter geworden. Und ich bin mir ziemlich sicher, diese Zeiten in den Bergen und in der Natur haben so viel zu meiner Heilung beigetragen. Und das kann ich echt nur empfehlen. Ja, und er hat 1,5 Jahre gearbeitet daran, dass diese große Eiswand um mein Herz geschmolzen ist. Und wie das dann passiert ist, ja, hat mich auch dann die Liebe getroffen. Und ich bin diesem Menschen unendlich dankbar, dass er nicht aufgegeben hat. Ja, das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich. Ja, und kurz darauf habe ich dann endlich einen ersten Lebenssinn für mich entdeckt. Also eine Sache, weil ich mein Leben lang dachte, ich kann nichts, ich bin zu nichts in der Lage, ich habe keine Talente, keine Stärken. Und dann habe ich das Thema Gärtnern entdeckt. Und da habe ich einen Kurs gemacht und parallel bin ich in eine Wohnung mit Garten gezogen und habe das ganze Jahr die Hände, also mit den Händen in der Erde verbracht, parallel zur Arbeit. Und es war wundervoll. Da ist in mir immer mehr Neugier gewachsen, diese offene kindliche Neugier. Was passiert, wenn ich da diesen Samen pflanze?
Und wie schaut dann die Pflanze aus? Wie entwickelt sie sich? Und auch die ganzen Insekten, die da aufgetaucht sind im Garten, haben mich fasziniert. Ich bin mit der Kamera durchgegangen und habe stundenlang einfach nur geschaut, was für Insekten auftauchen. Und die Schönheit des Lebens angefangen, wirklich zu entdecken. Überall Blumen, bunte Vielfalt und leckere Sachen. Sehr schön. Ja, kurz darauf habe ich auch aufgehört, Fleisch zu essen, habe auf Vegetarismus gewechselt und habe sehr viel selber gekocht, Salate gegessen und lebendige Nahrung kennengelernt. Weg von diesen Fertiggerichten, tote Nahrung, die ich vorher gewohnt war. Und das hat auch zu meiner Heilung beigetragen. Also lebendige Nahrung zu sich nehmen, Natur und Ja zum Leben sagen sind auf einmal. Auf jeden Fall die wichtigsten Schritte. Wie alt bist du jetzt? Also an dieser Stelle, wo du erzählst, mit der Garten, wann kam der Garten in dein Leben? Das war 2017, also da war ich 30. Okay. Das hat eine lange Zeit gedauert. Aber danach ging alles viel schneller. Also die Kurve war so am Anfang und dann so richtig nach oben. Also man könnte sagen, der Anfang ist schwieriger oder aller Anfang ist schwer, aber dann wird es besser. Ja, so wie am Berg. Bis die Lunge und die Atmung sich anpasst und plötzlich diese Leichtigkeit kommt. Solange man eben nicht aufgibt. Genau, also diese neue Strategie für mein Leben, diese offene Neugier hat mich dann sehr, sehr viel begleitet seitdem. So konnte ich zum Beispiel meine Spinnenphobie heilen, indem ich plötzlich Interesse für die Spinnen gezeigt habe und entdeckt habe, wie wunderschön sie sein können. Und ja, 2018 ging es dann weiter mit sehr viel Arbeit an mir selbst. Also dann hatte ich endlich die Kraft und auch das Interesse, bewusst Bücher zu lesen, über diese Entwicklung zur Liebe. Ich habe die ersten Erfahrungen mit bewusster Meditation gemacht, habe die ersten Male in meinem Leben geräuchert. Also solche Sachen erforschen und erleben der verschiedenen Möglichkeiten und viele Videos geschaut. Ja, und dann im August 2018, das merke ich mir, weil das war ein Schlüsselmoment für mich im Leben. Ich darf so sein, wie ich bin, war das Gefühl. Ich liebe mich so, wie ich bin. Ich hatte keine Angst. Wie bist du denn da drauf gekommen? Das war Also, wie ein Konglomerat von allen Ereignissen, die bisher passiert sind, durch die Umstellung der Nahrung, also körperliche Fitheit, auch eben die Entdeckung, dass die Menschheit doch nicht so schlimm ist, wie ich es mir gedacht habe und dass noch Hoffnung besteht, dass ich diesen Hass abgelegt habe für die Menschheit, ist automatisch der Hass gegen mich selbst weg gewesen. Also da habe ich auch entdeckt, dass diese Sprüche mit so wie im Innen, so im Außen, dass das hundertprozentig stimmt. Das ist die Wahrheit. Genau, der Hass für die Menschen hat sich aufgelöst. Ich habe aufgehört, nach der Liebe zu suchen, aktiv, und habe in mir den Wunsch entdeckt, möglichst viel Wertvolles zu lernen und dies an jüngere Generationen weiterzugeben. Also ich hatte einen höheren Sinn für mich entdeckt. Es geht nicht nur um mich, ich kann was beitragen. Und das hat wirklich geholfen, mich zu akzeptieren, mir einen Wert zu geben, der bis jetzt nicht vorhanden war, war kaum. Und in dem Jahr habe ich entschieden, dass ich mich aufs Altern und Reifen freue, dass ich möglichst viel lernen möchte, damit ich das eben weiteren Generationen weitergeben kann. Habe mir so im Kopf ausgesponnen, ich könnte den Weg einer Schamanin dann lernen und gehen. Und da habe ich für mich das erste Mal in meinem Leben meinen Lebenssinn entdeckt und formuliert und aufgeschrieben. Ich möchte lernen, alle Lebewesen zu lieben. Nummer eins. Und Nummer zwei, ich möchte alles über alles le lernen. Das ist ein großes Ziel. Ja.
werde ich wahrscheinlich nicht erreichen in diesem Leben, aber man kann ja, man kann es sich dorthin bewegen. Ja, das war eigentlich im Großen und Ganzen der Gewinn. Es ging dann halt schon noch weiter, 2019, nachdem ich gesagt habe, ich brauche eigentlich keinen Partner im Leben, ich freue mich auf einen Weg alleine, ist plötzlich ein Mensch, ein Mann aufgetaucht, in den ich mich verliebt habe. Und es war wie eine Art Dualseelenbegegnung. Wir haben angefangen, uns sämtliche Themen zu spiegeln. Programmierungen und Blockaden aus der Kindheit aufs Allerheftigste. Also es war eine sehr turbulente Zeit. Aber währenddessen haben wir auch sehr viel zur Weiterbildung gemacht. Wir haben Seminare gemacht bei einem Shaito-Bali zur Herzöffnung und Herzaktivierung, also Herzchakra. War sehr, sehr mächtig, hat mir sehr viel gebracht. Chaitubali, das ist ein Inder. Der ist ein ursprünglich Israeli und der ist jetzt in Berlin zu Hause, spricht aber eher nur Englisch, also seine Seminare sind auf Englisch. Er ist per Zufall zu mir gekommen und es war halt der Schlüssel, den ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Das heißt nicht, dass für jeden das Gleiche gebraucht wird. Auch das Ho'oponopono habe ich in dem Jahr kennengelernt. Und das war für mich ein großer Schlüssel, dann endlich die Liebe zu meiner Mutter zu erlauben. Ich habe ihr verziehen, habe gelernt, dass es eigentlich nichts zu verzeihen gibt und habe die Dankbarkeit kennengelernt für alles, was war. Und das Ho'oponopono hat mir da sehr, sehr viel geholfen. Also das ist ein hawaiianisches Vergebungsritual, wo man im Endeffekt eigentlich genau verkehrt zu dem, wie man es sich vorstellen wird, jemanden verzeiht. Also eigentlich bittet man selber um Verzeihung bei demjenigen, wo man negative Gefühle gehegt hat. Kennst du die Story, warum sich Ho'oponopono so verbreitet hat? Das war, weil da war irgendein Psychologe, glaube ich, und der hat den Auftrag gehabt, der hat da in der geschlossenen Psychiatrie gearbeitet. Und die hatten riesige Probleme, weil es gab viel Gewalt auch gegen Mitarbeiter von den Insassen. Und der hat da nichts anderes gemacht. Aufgrund der Akten hat er Ho'oponopono gemacht mit diesen Insassen. Und immer mehr Insassen sind raus aus dem geschlossenen Heim. Und am Schluss hatten sie. Also zuerst gab es keine Gewalt mehr, weil sie hatten Personalprobleme, weil die Leute alle gekündigt haben, weil es immer so viel Gewalt gab. Und mit der Zeit war die ganze Abteilung leer, mussten sie schließen. Ohne dass er mit denen gearbeitet hat, nur weil er selber Ho'oponopono gemacht hat für diese Leute. Ganz verrückte Geschichte. Ja, das habe ich irgendwann mal gelesen in so einem kleinen Büchlein. Das ist wunderschön und sehr motivierend, inspirierend. Ja. Okay, wir kommen schon wieder zum Schluss. Versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, was würdest du den Zuhörern empfehlen, die in einer ähnlichen Situation stecken oder Ähnliches erlebt haben? Wie kommt man da am besten raus? Wären deine Tipps? Also wenn möglich, würde ich auf jeden Fall auf die Ernährung achten, da versuchen, lebendige Nahrung zu sich zu nehmen, viel Zeit in der Natur zu verbringen, auch seine körperlichen Grenzen einmal zu testen und sich kennenzulernen. Und ganz wesentlich ist versuchen, eine offene, neugierige Haltung gegenüber dem Leben zu haben. Zum Beispiel in den Wald zu gehen
Und ihn so zu erleben, als würde man das erste Mal im Wald gehen. Jede Kleinigkeit, ein Schmetterling, der vorbeifliegt, dem seine Aufmerksamkeit zu geben. Also das waren wirklich wichtige Bestandteile für mich, glaube ich. Und das Ho'oponopono ist auch nicht schlecht. Also wenn es Menschen gibt, wo, ja, wo ein schlechtes Verhältnis besteht, wo man sich verletzt fühlt, da versuchen aktiv in die Vergebung zu gehen. Weil ich sehe die Welt als ein Spiegel aller Menschen, die es gibt, entsprechend Teilen von mir. Und je mehr ich von diesen Menschen nicht möge, desto mehr Teile von mir selbst mag ich nicht oder akzeptiere ich nicht. Ja. Und mit jedem Menschen, wo ich ein harmonisches Verhältnis herstellen kann, desto mehr befreit es mich im Inneren. Ja. Und Durchhaltevermögen hast du noch erwähnt, dranbleiben. Ja. Und auch darauf achten, was für Beziehungen hast du auch erwähnt? Die destruktive Beziehung hast du abgeschlossen und dann kam quasi, ist eine positive Beziehung vom Himmel gefallen. Ja, das stimmt. Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Wer tut mir gut und wer zieht mich eigentlich nur noch weiter runter ins Loch? Und sich Ja. lösen. Das ist ein wichtiger Schritt. Ja. Ja, schlussendlich auch habe ich gelernt, die Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen, anstatt im Außen zu sein, zu zeigen. Da hat mir dieses Zeichen geholfen, wenn du mit deinem Zeigefinger auf mich zeigst. Du hast drei Finger, die auf dich zurückzeigen. Und das sind die drei Finger, die man sich eher anschauen sollte. Ja. Ja, ist ein gutes Synonym. Ja, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Und ich denke, es kann vielen, die in ähnlichen Situationen stecken, dann motivieren. Motivation geben, das auch zu verfolgen, dran zu bleiben, weil es lohnt sich. Am Anfang ist es hart und viel Arbeit und mit der Zeit wird es besser. Das war bei mir auch so. Ja, schön. Ja. Also, ich wünsche dir eine gute Zeit und ein gutes neues Jahr. Ja, danke, wünsche ich dir auch. Vielen Dank Tschüss, ciao. fürs Gespräch. Tschüss. Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren.